Typisch deutsche Bahn. Ja. Ich bin schon lange keinen Zug mehr gefahren, glaube ich, ne? Nee. Ich glaube, das letzte Jahr vor 2 Jahren mit meinem Sohn. Wir können ja kostenlos fahren mit Zug und Bahn, ne? Also wir bezahlen ja nichts. Wir können auch erste Klasse damit fahren. Aber ja, es ist schon... ja. In der Bahn fahren okay, aber Straßenbahn ist immer ein bisschen blöd mit Rollstuhl und sowas. Das ist mal kacke. Zugfahren ist echt Katastrophe. Ja, wie gesagt, schon lange nicht mehr gefahren. Damals war es auch schon Katastrophe, ja. Schönen Karfreitagabend wünsche ich euch allen. Marc, Dankeschön, wünsche ich dir auch mal lieber. Ja. Und wenn ich so überlege, mit der Bahn zu fahren, dann, ja, also so mittags von Braunschweig aus, 15, 16, 17 Uhr, der Zug wäre so proppenvoll. Ich glaube, ich würde da gar nicht reinkommen, ey. Mit dem Kleinen. Oder schwieriger auf jeden Fall. Oh, ey, dass der immer stehen bleibt hier. Als wenn das ein imaginäres Ding wäre. Du musst einfach nur leicht drumrum und dann geht's. Er kann auch kostenlos fahren. Okay, das ist schön. Warum kann er kostenlos fahren? Hat er auch einen Ausweis dafür, oder? Ich wünschte, man könnte doch schon eigentlich abstellen. Halt dir mal die Nase zu. Ich habe auf der Hinfahrt immer relativ Glück, aber Rückfahrt sind grausam. Also wenn man morgens von uns aus hier dahin fahren würde nach Braunschweig, das geht eigentlich, aber mittags zurück ist katastrophal auch, ja. Immer nur an diesen Schnittpunkten, an diesen Kanten, also an diesen Kreuzen bleibt er hängen. Hier nicht. Okay, da fährt er von alleine nach rechts. Ein Schwerbehindertenausweis, Leo, oder einen anderen Ausweis? Was für einen Ausweis hat er? Und wenn man ja einen Schwerbehindertenausweis hat, kannst du damit ja kostenlos fahren, wie gesagt. Oder halt auch Autosteuer ansparen. Also beides geht nicht. Man kann da immer nur eins von machen. Entweder man sagt, okay, ich will kostenlos Bahn fahren oder okay, ich will steuern. Steuervergünstigung bekommen. Mann! Ein Schwerbehindertenausweis, okay. Hm. Ah, du hast ja so viele, es gibt ja so viele Merkzeichen, du hast ja verschiedene Vorteile durch verschiedene Merkzeichen, ne? Mein Sohn hat drauf B, H, G, AG, RF, BI. Ja, ich glaube, die Sachen hat er drauf. H, B, BI, A, nee, G, AG, RF. Die hat er, glaube ich, drauf.
Ich würde mir wünschen, dass wir da eine Prozentzahl einzeigen. Und wenn ich das hier so plätschern höre, habe ich richtig Bock auf Pool, ne? Richtig Bock auf Pool. Aber Trost seiner Beeinträchtigung, trotz seiner Einrichtung hat er es geschafft, eine eigene Wohnung zu bekommen, was ein schwerer Kampf war. Seitdem geht es ihm viel besser und ist viel zufriedener. Darf ich fragen, Leo, was er für eine Schwerbehinderung hat oder wie er in welcher Form er eingeschränkt ist? Musst du natürlich nicht beantworten, ne? Aber mich persönlich interessiert es halt immer. Mal schluck ich. Heute habe ich hier eine schöne Cola. Nein, da ist nichts drin, außer eine Cola. Eine leckere A-Cola ist das. Also da war ja wahrscheinlich jetzt vorerst... nee, nicht wahrscheinlich. Wir machen jetzt... Das ist was... das ist... definitiv die letzte Aufnahme vom Pool Cleaning Simulator. Aber wenn wir irgendwann irgendwie was haben, dann gehen wir da auch nochmal rein, irgendwann zwischendurch. Ne? Das könnte man machen auf jeden Fall. Aber darum würde ich gleich den nächsten Auftrag gucken, dass das nicht wieder so ein großer Pool ist, dass man hier wieder irgendwie eine Stunde mit diesem Scheißding rumfährt. Das möchte ich jetzt ungern. Nein, möchte ich nicht, da zu viele Zuhörer sind und ich ihn schützen möchte. Absolut verständlich, Leo. Oh, wenn ich dieses Plätschern höre und die Augen zumache, dann sehe ich mich da in so einem Einhorn, ne, liegen. Ein Cocktail. Nackt. Oder mit Burak Bikini. Danke für dein Verständnis. Ich denke mal, dafür sollte eigentlich jeder Verständnis haben. Ich finde das so, wo wir gerade so bei dem Thema sind, ne? Ich finde das ganz, ganz schrecklich bei TikTok beispielsweise. Da sind ja auch viele Leute live, die beeinträchtigt sind. Und ich habe auch kein Problem mit dem Namen schwerbehindert oder behindert. Das ist halt ein ganz normales Wort. Nur weil irgendwelche Vollidioten draußen eine Beleidigung machen, ne? Da sind sehr viele live, die beeinträchtigt sind. Und das ist immer so grausam zu sehen, wie, was die Leute da reinschreiben. Es gibt wirklich keine Plattform, die schlimmer ist als TikTok in Bezug darauf. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Es ist immer so eine, die hat Tourette. Und da sagen auch immer, die so aufhören zu zucken und so. Die so aufhören mit den Shinies, die triggert und das triggert und so. Oder löscht dich und sowas, ne? Oder Leute, die halt schlecht reden können. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere Max Pro. Der ist halt beeinträchtigt, der ist schwerbehindert. Er hat eine Operation gehabt am Kopf. Und der kann halt nun mal nicht so deutlich reden, ne? Und, oh, das ist ganz, ganz schlimm. Seitdem ich einige Beeinträchtigungen habe, seit einem Unfall, kann ich sehr gut nachvollziehen, wie es meinem geht. Klar, wenn man selbst nicht betroffen so ist, man kann sich da nicht komplett hineinversetzen, ne? Aber es ist auch immer ein Unterschied, ob man es von Geburt an hat oder ob man es irgendwann später im Laufe der nächsten Jahre bekommt. Hat man es von Geburt an, kennt man nicht. Kennt man es nicht anders. Wenn man von Geburt an blind ist, du kennst es nicht anders. Mein Sohn hat noch nie gucken können. Also weiß er nicht, wie es wäre, wenn er gucken könnte. Oder er weiß, er kann es nicht vermissen. Es ist ja auch nicht so, dass er weiß, dass er blind ist. Er kann einfach nicht gucken. Für ihn ist das ganz normal. Er denkt, das ist so. Weil man kann ihn halt auch nicht erklären und sagen, ja, du bist jetzt blind, du kannst nicht gucken. Papa kann gucken. Das versteht er so halt nicht, diese Anforderung oder diese... Er hat dieses Verständnis dafür halt nicht. Schlimm stelle ich es mir definitiv vor, wenn man blind oder sowas wird nach 10, 20, 30 Jahren. Das ist schon sehr schlimm dann.
Oh Mann, ey, diese Kacke hier mit diesem Stehenbleiben, ne? Ich glaube nicht, dass das hier schon reichen wird. Wir werden wohl noch ein paar andere Ecken mitnehmen müssen. Ich fahre das hier einfach mal ein bisschen genauer jetzt ab. Mit 14 hatte ich den Unfall. Bis zu diesem Tag war ich Leistungssportler. Und jetzt kannst du sowas in der Richtung gar nicht mehr? Okay, das ist ein Schatten. Alter. Er dreht einfach von selbst. Da stelle ich mir auch schon schlimm vor, wenn man irgendwie Sportler war oder sonstige Sachen irgendwie nicht mehr kann, ne? Und man kennt es, wie es war. Das stelle ich mir schon schlimm vor. So, jetzt fahren wir einfach von außen nochmal rum. Oh, bleib jetzt nicht wieder hängen. Beziehungsweise kann ich ja, ja, vielleicht nicht rumfahren, sondern so. Alter. Oh, nee. Ich will mal gerade ganz kurz was gucken. Uns auf diesen hier ausblenden, nur zur Vorübung blockieren, entfernen, melden nach der Ampel. Okay. Das geht leider nicht. Als ich aufgewacht bin nach 6 Wochen, wurde mir direkt gesagt, dass ich nicht Sport machen kann, beziehungsweise nicht das, was ich gemacht hatte. Das wurde dir direkt danach schon gleich gesagt. Also ich glaube, das ist etwas, was man nicht gleich als erstes hören möchte, ne? Ah, so ein Prozentsatz wäre schon echt cool, Mann. So, weißt du jetzt gar nicht, wie genau musst du jetzt hier machen? Ein Jahr lag ich im Krankenhaus und im Anschluss 3 Monate Reha. Was hattest du für einen Unfall gehabt? Wenn, also, auch das musst du natürlich nicht beantworten, ne? Mit 14. Okay, da rechts zur Seite ist soweit alles sauber.
Hier. Wie war das mit, wir müssen eh nicht alles putzen, da gibt es eine Toleranz. Ja, eigentlich gibt es hier wirklich eine Toleranz. Ey, der kann... Ah, ist das witzig. Ah, ist das witzig. Es gibt doch eine Toleranz-Hecke. Hecke ist Magic, ja, ist so. Es ist einfach mal das Spiel gesagt, dass er jetzt Feier machen soll hier. Trotz der Aussage der Ärzte habe ich es geschafft, wieder laufen zu lernen. Ach, die haben gesagt, das wird nichts. Ja gut, das ist sowieso mal schwierig zu sagen. Ich muss ja mal finden, wo wir hier hin müssen. Ach, da hinten. Stellen Sie geeignete Wasserparameter ein. Temperatur, pH-Wert und Chlor. Bup, 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 bup. Meine Kumpelin und ich wurden von Auto erfasst. Der Autofahrer ist über Rot gefahren. Oh, nee. Ja, okay, das ist ja okay. Jetzt kann ich das verstehen. Ah, sie ist verstorben. Ist ja noch schlimmer. Wasser so, dass es kocht. Wir machen einfach ein bisschen Piranhasäure rein, würde ich sagen, oder? Oder ein bisschen Knallgas. Hat die Tante nicht gesagt, das sollte passen? Ah, ich habe die so weit reingeworfen. Jetzt habe ich das wieder... Na, egal. Wie durch ein Wunder hatte ich überlebt. Vor allem so einen Unfall mit 14 und deine Freundin mit 14 verlieren. Das ist schon echt hart. Säure gefällt mir. Kommt Vanessa wieder. Mal gut, dass wir die Ente rausgenommen haben, Vanessa. Sonst wäre die Ente ja in Säure aufgegangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Chlor brauchen wir auf jeden Fall. Was hat er bekommen, der Autofahrer? Wahrscheinlich auch noch betrunken, das würde es natürlich noch schlimmer machen. Man über Rot fahren ist, ne? Aber betrunken wäre ja noch schlimmer dann. Okay, da muss noch einiges rein. Bei der Beckengröße, aber irgendwie muss ich das Ding auch nie nachkaufen. Aber ich finde es auch witzig, dass das hier einfach so reingeschüttet wird. Okay. Fünfmal machen wir noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Ja, komm. Machen wir einfach noch fünfmal und dann reicht's. 10 Jahre hat er bekommen. Okay, dann ist das ja schon, dann ist er ja schon wieder frei, ne? Das war schön, Creature Ente im Säurebad. Okay, jetzt reicht's. Also, dass sie dafür nicht irgendwas anderes noch haben, dass ich hier, keine Ahnung, mehr reinmachen kannst. Plus brauchen wir. Wo spielst du noch? Achso, du meinst, wo ich noch streame, bei TikTok und bei YouTube. Er darf kein Fahrzeug mehr führen. Das macht, das ist auch sinnvoll. Überlege, ich habe jetzt erst 2 Jahre meinen Führerschein. Bin... mal über Rot bin ich jetzt nicht gefahren, nein. Nein. Immer diese jungen Leute mit ihren ganzen Plattformen. Also bei TikTok hat das ja eigentlich damals angefangen, also nicht so angefangen. Es hat angefangen bei YouTube damals meine Videos hochzuladen.
Und dann fing ich an, live zu gehen bei TikTok. Da hatte ich noch kein Glasfaser. TikTok hat funktioniert, Twitch nicht. Und da habe ich dann so ein bisschen so eine Community aufgebaut. So eine kleine. Und dann habe ich irgendwann angefangen, bei Twitch zu streamen. Hallo Best Of, grüß dich. Ich glaube, die musst du auch nie nachkaufen. Ich glaube, das ist immer voll. Nee, nee, alles gut. Die mag das, die Ente. Das Untergehen. Bei YouTube nicht wundern, da ist falsche Beschreibung drin. Ich habe auf Bearbeiten geklickt, wollte eigentlich den Stream anders beschreiben, aber irgendwie ging's nicht. Er hat das Fenster nicht geöffnet zum Bearbeiten. Wenn ich Kaffee mache, gleich versuche ich es nochmal. Ja. 2 Jahre nach dem Unfall konnte ich ohne Hilfsmittel laufen. Ist er denn jetzt schon frei wieder, Leo? Kaffee ist eine gute Idee, ne? Kaffee ist super, Nara. Ich habe auch schon mal überlegt, aber ich glaube, dann würde ich zu viel trinken, dass ich mir einfach ganz normal Filterkaffee koche und eine Kanne mache und die mit rübernehme. Aber dann würde ich, glaube ich, zu viel Kaffee saufen. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt. So, das passt, das passt. Schauen wir mal ganz kurz. Sportbecken, Freizeitbecken, das ist ja ein Freizeitbecken, kannst du sagen, ne? Also 30 Grad müsste das Ding haben. Ein Sportbecken ist es ja nicht, ne? Nö. Also 30 Grad. Oha, das war kühl. Ach so. Schadblock, das ist doch ein Sportbecken. Es ist eigentlich ein Sport. Ja, ja, doch. Naja, ist im Prinzip egal. Der hört bei der Stufe, wo er. Warte mal, was wird denn das hier beschrieben? Bei der Stufe, die denn erreicht werden soll, bei der Wassertemperatur, die perfekt ist, da hört er dann automatisch auf, beziehungsweise hakt es ab. Ja, okay. Hast recht, da steht Sportschwimmbecken. Hm. Also nicht frei wegen zweites Gerichtsverfahren, okay. Ich sammle die Dinger hier einfach schon mal so ein bisschen zentral.